So Leute, willkommen zurück zum Pokémon Trading Card Game von Wolfbeit LP. Ich habe mal wieder kein Deck, weil ich einfach nicht dazu gekommen bin. Ich habe heute den ganzen Tag aufgenommen, Kram gemacht und Co. Und jetzt am Abend nehme ich für euch nochmal auf. Eure Deckideen liegen irgendwo. Aber ich nehme das Countershock-Deck, weil ihr ja nochmal das Rayquaza sehen wollt in Aktion. Ich hatte ja, glaube ich, mal ein neues gebaut. Ich weiß aber nicht mehr, wo es ist. Ich muss mal gucken, vielleicht habe ich es mir auch nur eingebildet oder ich hatte es angefangen und habe dann abgebrochen, weil ich gemerkt habe, dass mir auch Karten fehlen. Ich bin die Tage völlig durcheinander. Ich möchte aber zuallererst mal auf etwas aufmerksam machen. Nämlich Bonnie, eine liebe Freundin, man kennt sie vielleicht noch aus Bloody Trapland. Und dass ich das hier überhaupt mache, kann ich als Druckmittel verwenden, damit es mal weitergeht mit Bloody Trapland. Die liebe Bonnie hat nämlich eine Semesterarbeit gemacht, nämlich ein Video über Kunst auf Englisch. Also das Video ist auf Englisch, nicht Kunst auf Englisch. Um die Note etwas aufzubessern, muss dieses Video jedoch angeguckt werden, tatsächlich. Warum auch immer, das finde ich absoluter Schwachsinn. Und dementsprechend wäre... ich habe es ein bisschen mit der Stimme, es tut mir leid. Wäre es ganz, ganz lieb, wenn vielleicht der eine oder andere von euch das Video, es ist in der Beschreibung auch verlinkt, einfach mal anguckt. Ihr müsst jetzt nicht aktiv hingucken, aber es wäre lieb, wenn ihr mal einen Blick drauf werft. Auch vielleicht kommentiert oder sowas, ich weiß nicht, ob das auch in die Note einfließt. Einfach mal machen. Wäre lieb von euch, würde der lieben Bonnie helfen. Und insofern, ja, wäre echt lieb. Wie gesagt, es ist in der Beschreibung verlinkt, also bei den ganzen Links fällt es ja schon nicht mehr auf. So, das war die eine Sache. Das wollte ich jetzt einfach mal ganz schnell mal hier hervorbringen. Die nächste Sache. Es ist wieder kühler geworden und das Wetter weiß nicht, was es will. Ich bin gestern in einer Regenpause mal einkaufen gewesen. Es war toll. Es hat geregnet, dann war wieder Sonne, dann Regen, dann Sonne. Immer so im Prinzip nur Regenlöcher. Das Wetter wusste überhaupt nicht, gegen Abend hat man das Gefühl gehabt, die Welt geht unter. Also irgendwie, es ist ja nicht April, sonst würde ich sagen, der April macht, was er will, aber ist ja nicht, ne? Ist ja kein April. So gar kein April. Also genauer gesagt, wer mal auf den Kalender geguckt hat, wir haben Juli. Geburtsmonat, ne? Von mir. Wisst ihr ja. Wart ja vielleicht beim Stream dabei, zumindest zeitweise. Ja, dann geht's mit mir heute, wenn ihr das seht, bin ich vielleicht schon unterwegs, wieder in mein Elternhaus. Das fand ich auch so lustig. Vor ein paar Tagen ruft mich meine Schwester an. Hier, da bei Amazon sind Kinderkopfhörer im Angebot. Kannst du die bestellen? Nur für Prime-Mitglieder. Meine Schwester ist inzwischen Prime-Mitglied sogar. Einfach bloß wegen Bestellen halt. Problem daran ist einfach, die Dinger konnte man, warum auch immer, nur einmal pro Person bestellen. Und meine Schwester hat nun mal zwei Kinder. Also meine beiden Nichten. Habt ihr ja vielleicht mal mitbekommen, wenn ich mal drüber geredet habe. Und dementsprechend muss natürlich alles zweimal gekauft werden. Dementsprechend, ja, wer musste bestellen? Der liebe Wolf. Der musste wieder bestellen. Aber gut. Bestellt. Meine Schwester kommt nicht mal am Samstag, wie ich eigentlich dachte, vorbei. Und hätte mir dabei das Geld gegeben, sondern sie gibt es meiner Mutter, mit der ich ja Sonntag Kaffee trinke. Ja, ist halt so. Ich glaube, das ist ein größeres Geschenk als Ruhe, kann man mir im Moment nicht machen, weil ich ja auch für Prüfungen lerne, etc. Draußen schreien schon wieder Leute rum. Ruhe. Ich habe schon gedacht, eigentlich müsste ich, wenn ich sowas höre, mal hier im Video besonders laut reden. Einfach mal so besonders laut rumschreien, Klappe halten oder Schnauze draußen oder ich würde noch lauter sein. Irgend sowas. Einfach mal rausrufen. Aber das Problem ist, ich
glaube, das sind nämlich die einen Nachbarn. Das sind Austauschstudenten aus was weiß ich woher. Wirklich, ich kann es nicht zuordnen, weil ich die Sprache nicht spreche. Die sprechen in irgendeiner Sprache, die ich nicht verstehe. Würde ich sie verstehen, könnte ich es euch sagen, aber ich verstehe es halt einfach nicht. Und ich habe das Gefühl, die sprechen kein einziges Wort Deutsch und haben auch keine Lust drauf. Und an sich nicht so schlimm, wenn man eh nur Austauschstudent ist, aber Problem, man sollte sich zumindest einen Mietvertrag halten. Ja, von uns hat auch keiner Bock dann, weil das ist meistens nachts so gegen 1 Uhr, hat auch keiner mehr Bock rauszugehen und zu sagen, Schnauze jetzt. Und die wurden schon ein paar Mal zusammengeschnauzt. Genau deswegen. Sogar von unten schon, von unteren Stockwerken. Das ist das Schönste. Wenn jemand ein Stockwerk nach oben kommt, nur um jemanden anzuschnauzen. Meine Nachbarin will, glaube ich, ihren Stuhl gar nicht mehr wieder haben. Ja, die hat sich jetzt noch nicht gemeldet, wegen dem. So, ist mir auch egal, die fahren morgen hier weg. Bleibt er halt hier. Hat das Vieh. Das Vieh ist geheilt. Warum konntest du dich. Warst du überhaupt das? Ja, Kampfschaden wurden neu verteilt. Danke. Danke. Da kommt Freude auf. Da kommt richtig Freude auf, wenn man meinen hart verdienten Kampfschaden wieder neu verteilt. So Pokémon hasse ich ja eh wie die Pest. Pokémon, die ihren Kampfschaden einfach neu verteilen können. Ja, das Deck ist nicht sonderlich gut bei mir. Aber das finde ich trotzdem doof. Klar muss man sich darauf einstellen, aber das führt mehr dazu, dass man dazu gezwungen wird, One-Hit-Kill-Attacken zu machen. Das führt dazu, dass man beim Spielen weniger Strategie benutzt, sondern mehr, na gut, Strategie in dem Sinne, Damage, ja, Damage Boost. Aber, nee, es ist halt echt dann nur noch viel Schaden machen. Auf einen Schlag. Und das finde ich doch etwas befremdlich, dass man nur noch drauf baut, dass man möglichst viel Schaden macht und damit auch viele alte Karten leider zum Untergang verurteilt. So, was wollte ich noch erzählen? Ich hatte so ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind. Ja, jetzt war ich ja einkaufen und ich fand's lustig. Also zum einen habe ich festgestellt, ja, ich habe ja schon mal darüber geredet, dass wir so einen Verkäufer haben, der klingt immer so ein bisschen emotionslos. Irgendwas war gerade draußen, aber scheint nicht mich zu betreffen. Der ist aber wohl, der ist einfach so. Ich habe nämlich gemerkt, der redet immer so. Und jetzt auch so, ja, morgen ist mein freier Tag. Ich bin so froh, dass ich mich mal ausruhen kann. Das ist gut, wenn man so redet, ist halt so. Und dann hatten die wohl irgendwie Chef da, also von einer höheren Stelle. Und dann, meinte wohl ein Kollege, es gibt wohl jetzt Ärger und er, hoffentlich geht's nicht um mich. Weiß ich nicht. Kann natürlich sein, dass das den einen oder anderen Kunden dann doch ein bisschen verstört, wenn der Verkäufer eben nicht so freundlich klingt, sondern so bisschen lustlos. Ich weiß ja auch nicht. Ich habe mich daran gewöhnt. Ich kenne ja auch in dem Laden wirklich viele, obwohl die jetzt wieder viele Azubis haben. Ist ja jetzt klar. Schuljahr ist rum. Viele Hauptschüler, die jetzt Beruf brauchen. Ja, so ist es leider. Traurig, aber wahr. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie zurzeit ganz trockene Haut. Ganz komisch, ich sehe gerade auf meine Hände und die sind überall aufgerissen. Furchtbar, wodurch kommt sowas? Na gut, wodurch sowas kommt, weiß ich eigentlich, aber trotzdem doof. So, Rundenparcours zieht zu wenig ab. Wir wollen das Vieh ja killen. Also tosender Donner. Vamp. So, gleich mal zwei Preiskarten kassieren. Ja, muss ich mal gerade stricken. Geht doch auf den Rücken so mit der Zeit.
und auf den Nacken. Ich bin verspannt ohne Ende. Aber es bin hier in der Prüfungszeit eigentlich immer. Mich stört auch ein bisschen, wie die verteilt sind. Also ich meine, klar, es ist super, einen Monat mal keine Prüfung zu haben. Aber es ist halt doof, dass ich jetzt halt direkt am Anfang eine habe, für die ich relativ wenig lernen kann, weil normal würde ich mich darauf gut so 3 Wochen vorbereiten, mache ich jetzt auch. Also eigentlich einen Monat. Und dann habe ich halt so die nächsten Prüfungen so Schlag auf Schlag, aber mit einer riesen Pause dazwischen. Also wirklich ein geschlagener Monat Pause. Und in diesem Monat muss ich mich dann auf 3 Prüfungen vorbereiten. Klar, kann man jetzt sagen, ja, dann hast du genug Zeit für jeden ein bisschen was zu machen, aber ganz ehrlich, man ist froh, wenn man das Zeug aus dem Nacken hat. Und jetzt haben wir hier bestanden. Und wie viele Nachrichten? Habe ich keine. Oh, ich wurde mal nicht angeschrieben. Ja, ich werde sehr, sehr oft von euch angeschrieben, ob ich nicht mit euch spielen kann. Und ich weiß, viele von euch möchten mit mir spielen und ich möchte ja auch mit euch spielen, aber ich habe im Moment leider recht wenig Zeit. Es tut mir leid. Aber ich gebe mir Mühe, dass ich versuche, wenn mich mal einer erwischt, dass ich dann auch mal mit euch spiele. Aber ich kann nicht versprechen, dass es immer ist. Aber ich habe jetzt ja auch auf Discord so eine Gruppe eingerichtet, wo man halt mal das mit mir organisieren kann. Und für alle, Discord ist gratis. Wer noch keinen Account hat, kann sich einen machen. Und dann könnt ihr mich da einfach anschreiben. Es gibt ja auch ein Video dazu, wie man halt Teil des Servers wird. Und dann schreibt man einfach in die entsprechende Gruppe rein. Ihr möchtet mal spielen. Da könnt ihr euch auch mit anderen Zuschauern organisieren. So ist es ja nicht. Dafür war ja die Discord-Gruppe eigentlich gedacht. Dass ihr euch mit anderen Spielern organisieren könnt. Und ja, ihr könnt dann einfach miteinander reden und sagen, hier, ich möchte gerade mal mit irgendwem spielen, kann mir wer helfen, Deck testen und so weiter. Und dann könnt ihr untereinander euch absprechen. Und das ist doch super. Das machen viele leider nicht. Und ansonsten auch immer auf YouTube kommentieren, ne? Hilft mir immer. Ich danke nochmal Dronofly, dass du mit mir so kommentierst. Du hast mir jetzt auch was geschrieben, worauf ich, bin ich mir nicht sicher, geantwortet habe. Wegen deinem Special, ob ich da Zeit habe. Und eigentlich habe ich keine Zeit, weil am 28. habe ich Prüfung. Das heißt, um die Zeit ist eigentlich Hardcore-Lernen angesagt. Aber eine halbe Stunde bis Stunde kann ich mir mal irgendwann frei nehmen, dass ich mal bei dir dabei sein kann. Das ist kein Problem. So viel Zeit muss sein. Ich meine, man kann eh nicht durchgehend lernen, aber falls ich irgendwie geistig ein bisschen neben der Spur sein sollte, verzeiht mir. Sowohl Dronofly, du dann im Video, als auch die anderen beim Zugucken. Ja, das ist immer eine anstrengende Zeit für mich. Und ich versuche auch jetzt schon ein bisschen im Voraus aufzunehmen, dass ich dann eben während dieser Zeit einen kleinen Puffer habe und nicht so viel machen muss. Na, komm, mach die Energie weg. So, und jetzt brauche ich dringend mal Pokémon. Wow. Wirklich, ich meine, wow. So sollte das übrigens nicht aussehen. Und ein N. Ja, damit kann ich vielleicht jetzt an Pokémon kommen. Vielleicht. Geklärt ist es noch nicht, ob das... Nee, vergesst es. Ich komme heute nicht mehr an Energie dran. An Pokémon, an Energie schon. Ich werde müde. Ja, ich habe heute schon eine ganze Menge gemacht. Ich bitte um Verzeihung. Und ich habe mich endlich mal wieder rasiert. Ich hatte mich die letzten Tage nicht rasiert. Ich sah aus, oder? Also beziehungsweise bei mir, ganz ehrlich. Das sah nicht anders aus als nach 2 Tagen. Aber es hat sich anders angefühlt. Also was heißt... Nach 2 Tagen, ich habe mich 3 Tage nicht rasiert. Das ist für mich schon wirklich viel. Andere Leute jetzt, oh, ich rasiere mich vielleicht einen Monat mal. Ja, gut. Ich mich halt schon. Ich mag das nicht so. Ich mag's mehr, wenn ich glatt rasiert bin. Hab das nicht so gerne mit Bart. Und jetzt hatte ich auch Muskelkater, ich weiß nicht wovon. Eigentlich habe ich den ganzen Tag nur rumgesessen, arbeiten für die Uni gemacht. Das war am Mittwoch hatte ich den Muskelkater. Am Dienstag saß ich eigentlich nur rum und habe für die Uni Zeug gemacht. War am Ende des Tages völlig erschöpft von dem Zeug. Habe aber
mehr geschafft als normal, muss ich dazu sagen. Und dann hatte ich Mittwochnachmittag, habe ich es gemerkt, habe ich so richtig Muskelkater gehabt. Und ich weiß bis heute nicht wovon. Kann auch sein, dass ich einfach bloß Magnesiummangel hatte und das Ganze dann halt kein Muskelkater, sondern mehr so Krämpfe waren. Aber es hat sich angefühlt wie Muskelkater. Es hat jetzt keiner gesehen, dass da kurz schwarzer Bildschirm war, weil ich da in mein Aufnahmeprogramm rüber getappt bin. War kein Video für Samstag zu sehen? Nein. War nicht. Habt ihr euch eingebildet? Ja, habt ihr eh nicht gesehen, weil ich mache da ja eigentlich immer einen schwarzen Bildschirm drüber, wenn ich irgendwo raustabbe. Wenn ich versehentlich mal neben das Fenster klicke. In geistiger Umnachtung, wie ich sie manchmal habe. Ja, ich habe mich letztens mit meiner Nachbarin drüber unterhalten. Ich sage es jetzt einfach mal im Sinne des Jugendschutzes, aber zensiert. Bei uns hatten nämlich einige Nachbarn vor ein paar Tagen, naja, vor ein paar Tagen, inzwischen ist es schon eine knappe Woche her, ein wenig, sagen wir einfach mal, etwas lauter Spaß. Ja, es war doch hörbar. Meine Nachbarin meinte noch, ja, war recht kurz. Habe ich gemeint, ja, aber 10 Minuten hat er schon geschafft. Ja. Es ist halt wirklich so. Ehrlich, war bei uns. Und das ist etwas, bei dem man die Nachbarn nicht hören möchte. Und es war halt eine direkt an meine Wohnung angrenzende Wohnung. Also, ja, was sagt man da? Das ist halt immer so eine Sache, das möchte man nicht hören. Aber man kriegt das halt immer mit. Beziehungsweise ich krieg's eigentlich nicht immer mit. Warum kann ich eigentlich nur so wenige Pokémon spielen? Ich hab doch hier ein Himmelsfeld draußen. Hä? Ist das Himmelsfeld verbuggt oder hat er mich hier irgendwie begrenzt? Ah, er hat mich begrenzt mit Hindernis. Na, das ist natürlich passend für mich. Gerade für dieses Deck. Das ist super passend. Na gut. Ist jetzt halt so. Ich hoffe, ich kann euch bald mal wieder neue Decks präsentieren. Ich würde es wirklich gerne machen und ich gebe mir auch Mühe, dass ich das bald wieder machen kann. Und ich denke, ich werde es auch bald wieder machen können. Es ist jetzt halt zurzeit ein bisschen doof, wegen Uni halt viel zu tun. Aber das hält ja auch nicht ewig vor. Ah, ich kann das Ding sofort entwickeln. Dann schicke ich aber erstmal hier Energie rein. Jop, Energie zurück ins Deck, bitte. So. Ich weiß nicht, warum. Ist das seine Fähigkeit, dass ich es sofort entwickeln kann? Oder. Ah ja, hier, Delta-Entwicklung. Ah. Habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Ach, jetzt wird Raichu aus dem Weg geräumt. Mein armes, armes Raichu. 3 Energien komme ich dummerweise diese Runde noch nicht. Und Leute, müsst ihr draußen so laut sein? Das fand ich lustig. Gestern war das, gestern Abend. Da hat jemand laut draußen genießt und ich habe einfach so das Fenster ein bisschen weiter aufgemacht und habe einfach mal Gesundheit rausgerufen. Kam aber kein Danke zurück. Finde ich sehr unfreundlich. Aber ich wäre, glaube ich, auch verwirrt, wenn ich irgendwie in meiner Wohnung niese und von draußen kommt Gesundheit. Ich glaube, ich würde auch nicht Danke rufen. Ich wäre viel zu perplex. Vor allen Dingen nochmal zu dem, mit dem Spaß auch mit einbegriffen, wenn man unsere Fenster zu hat, die sind relativ schalldicht. Also, da hören Nachbarn normal nichts. Ja, die würden auch nicht hören, wenn ich aufnehme oder so. Aber bei der Hitze hat man sie halt öfter mal offen. Aber gerade für sowas macht man sie doch eigentlich zu. Aber die haben halt nicht dran gedacht. Und naja, gut. Und dann hatten wir, das war beim Einkaufen. Genau, als ich zum Einkaufen gegangen bin, bin ich runtergegangen und da war auch irgendwas zu hören. Entweder es kam von der Kita und da war irgendein Kind, weiß ich nicht, hat sich ein Liter Zuckerwasser irgendwie reingekippt
und ist durchgedreht oder da hatten Leute etwas beherzter Spaß. Liebe Kinder, ich bitte das nicht weiter zu verfolgen und einfach so hinzunehmen. Ja, es war wirklich so. Aber Leute, mich kann niemand wegen Jugendschutz sperren. Ich bin jugendfreundlich. Stimmt, das funktioniert ja bei mir gar nicht mit der Energie. Ich bin sehr, sehr jugendfreundlich. Aber ich hoffe, es kommt nicht nochmal vor. Ich will meinen Nachbarn dabei nicht zuhören müssen. Und jetzt, wer macht da draußen ständig an seinem Auto rum? Man sieht nichts, keine Ahnung. Vielleicht irgendwo anders. Und dieser Fahrradkäfig, ich habe euch ja erzählt, dass die da so einen Käfig gebaut haben. Und dieser Käfig steht seitdem einfach nur blöd rum. Wir haben die nicht einmal benutzt. Da ist auch noch kein Dach drauf. Ich weiß nicht, ob da noch was hinkommt oder ob das einfach nur verschwindet und verparkt letzten ist. Ich habe keine Ahnung. Aber genug Beschwerde. Ich überlege mir mal was fürs nächste Mal. Ich versuche mir zumindest was zu überlegen. Eigentlich wollte ich heute schon ein Turnier spielen. Machen wir vielleicht beim nächsten Mal. Bloß, es war halt so ein doofes Turnier. Gut, Leute. Aber ihr lasst mir jetzt erstmal in den Kommentaren einen Daumen nach oben. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Pokémon Trading Card Game. Bis dann, euer Wolf.